packe mal wieder mein Rollback aus. Wir zeigen euch, was für ein Zelt wir haben und wie man so ein Zelt aufbaut und wie viel Platz man in diesem Zelt hat. Erstmal zeige ich euch mal, wie wir das jetzt verpackt haben, wie wir das gelöst haben. Wir haben nicht die Originaltasche vom Zelt genommen, wir haben wieder so einen Rollback genommen. Haben hier Footprint für die Schlafkabine und für den Vorbereich, das Außenzelt. 10 Heringe, nochmal 10 Heringe. Zeltstangen. Und das Innenzelt in einen Kompressionssack verpackt. So, wenn wir jetzt das Zelt wegpacken würden, das Innenzelt ist ja immer trocken, kommt in den wasserdichten Kompressionssack. Außenzelt ist meistens nass, speziell wenn es geregnet hat. Kommt dann einfach nass in den Rollback rein, ist kein Problem. Solange man es am selben Tag oder am nächsten Tag wieder auspackt und dann richtig trocknet, wenn man es länger wegpacken sollte. Lauter Mücken sind hier. So, jetzt zeigen wir euch kurz, wie wir das Zelt aufbauen in Zeitraffer. Wir haben jetzt 12 Minuten benötigt, das Redbirds Atacama-Zelt aufzubauen. Was wir noch nicht gemacht haben, sind die Außenschnüre, die machen wir später. Aber ihr habt gesehen, es geht relativ simpel. Und das Zelt ist super toll. Wir haben hier drin, haben wir Stehhöhe. Man kann toll zwei Stühle und einen Tisch aufbauen. Und wir haben eine Schlafkabine mit 2 Eingängen. Und das Zelt wird beworben, auch dass man ein Motorrad reinfahren kann. Wir könnten also jetzt das Motorrad oder ein Motorrad reinfahren und auch bei schlechtem Wetter zum Beispiel in irgendwelche Reparaturen durchführen, wenn es regnen sollte oder wenn es sehr heiß ist, auch reinfahren ohne den Footprint, Motorrad einfach drin parken. Ich muss sagen, das Zelt ist super fantastisch. Wir haben das aufgebaut neulich bei Windgeschwindigkeiten um 40, 50 Stundenkilometern. Dann dauert es etwas länger, da haben wir über 1 Stunde gebraucht, weil wir immer wieder die Heringe nachsetzen mussten, dass das Zelt nicht zerreißt. Hat alles soweit gehalten. Wir sind extrem positiv überrascht über das Zelt. Wirklich eine tolle Sache. Filmen wir noch mal kurz in die Schlafkabine rein, dass man die Größe sieht. Also Schlafbereich, passen 2 Betten rein, zeigen wir noch. Hinten nochmal mit einer Tür und Fliegengitter und vorne aber auch eine große Tür und ein Fliegengitter und natürlich die beiden Türen, die wir gerade seitlich aufgemacht haben. Deswegen ist immer die Belüftung in diesem Zelt bisher fantastisch und es hat auch regendicht gehalten. Wir haben jetzt die 7. oder 8. Nacht übernachten wir in einem Zelt hier in Island. Hat geregnet, hat eigentlich jede Nacht geregnet und es kam nichts rein, gar nichts, wunderbar. Also Zeltstand steht. Jetzt haben wir Stühle aufgestellt und unseren kleinen Tisch. Wenn wir drinnen essen würden, würden wir so sitzen. So, jetzt zeige ich euch den letzten Rollback-Sack, den wir haben. S steht für Schlafen oder Schlafsäcke. Und da haben wir erstmal 2 fantastische Down-Schlafsäcke, ohne die wir hier riesige Probleme gehabt hätten, weil es nämlich nachts so 5 Grad kalt ist. Aber ich wollte euch unsere Feldbetten zeigen, die ich jetzt aufbaue, die auch super bequem sind. Auch von Helinox ist das Code One mit extra Füßen. Und die sind ungemein praktisch. Also alles ist hier eingerollt in der Auflagefläche. Diesmal machen wir das ohne Zeitraffer. Wir machen das mal in Originalzeit.
dass ihr seht, wie lange man benötigt, so ein Camp aufzubauen in Summe. Wir brauchen ungefähr vom Motorradparken bis Abplanen der Sachen und Zeltaufbau und Bettaufbau und Schlafsticker auslegen ungefähr 30 Minuten. Und dann ist unser Feldlager errichtet. Wenn wir jetzt im Hotel wären und würden dann auch alles abmachen am Motorrad, zur Rezeption gehen, anmelden, die Sachen irgendwo hinschleppen, ersten Stock, zweiten Stock, würden wir auch mindestens 15 Minuten brauchen im Hotel, bevor wir fertig wären mit allen Dingen. Also Camping dauert etwas länger, dafür haben wir aber hier Platz. Wir sind bei den Motorrädern, können auch am Motorrädern was machen, wenn wir wollten. Und haben die relativ große Freiheit. Jetzt habe ich die beiden Stangen durchgezogen. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lang das Bett ist. Ich meine so 1,80, 1,90. Das ist die große Version. Ist aber 70 cm breit. Jetzt gibt es hier drei so Untergestelle. Die verklipst man. Dritte und letzte Untergestell. Jetzt kommen die Füße rein, die sind optional und es war ein Segen, dass wir die genommen haben. Und ich werde euch gleich zeigen, warum. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, wie lange es gerade gedauert hat, das Bett aufzubauen, aber ich glaube, wir sind so bei 3 oder 4 Minuten oder sowas. So, und das ist das Bett. Jetzt kommt noch ein Laken drüber. Sachen haben wir jetzt alles gestern frisch gewaschen. Wie das geht, habt ihr ja gesehen, haben wir schon gezeigt oder seht ihr in einem anderen Video. Und wir sind hier sauber unterwegs, wie in so manchen Hotel. Ich baue noch das zweite Bett auf, das filmen wir aber nicht. Ich zeige euch gleich das Endergebnis und dann, warum diese Füße so praktisch sind. Ich habe jetzt das zweite Bett aufgebaut, die Schlafsäcke drüber ausgebreitet. Jetzt seht ihr übrigens unsere Top 3 Artikel der Campingausrüstung. Das Zelt, die Betten und die Schlafsäcke, die geben einen super Komfort. Und ich würde sagen, das sind wirklich absolut Spitzendinge und wir sind hochbegeistert von den Teilen. Der Vorteil jetzt, warum wir Füße unter den Betten haben, ist, erstmal, ich bin ein alter Mann. Ich muss mich nicht von der Luftmatratze hochquälen. Ich kann normal aufsteigen wie aus einem normalen Bett. Aber das ist jetzt nur am Rande. Das Tolle ist, wir haben unten nochmal extra Stauvolumen geschaffen, was man bei Luftmatratzen nicht hat, wo wir jetzt das ganze Motorradzeug, den Anzug und den Helm zum Beispiel verstauen können und damit ist er aus dem Weg. Wir können die Sachen nicht auf dem Motorrad liegen lassen und wollen es auch nicht im Vorraum lassen, weil wir da ja in Ruhe essen wollen. Also kommt es jetzt hier runter. Ebenso die Rollbacks und die Kofferdeckeltaschen, wenn wir sie nicht drauf lassen sollten, kommen auch drunter. Und da haben wir hier Riesenplatz und können uns in Ruhe ausbreiten, egal bei welchem Wetter. Noch ein kurzes Wort zu den Betten und zu Luftmatratzen. Der Unterschied, also Luftmatratzen auf guten schläft man auch sehr gut. Die sind noch etwas wärmer, weil Luft natürlich besser isoliert wie so ein Bett. Die Betten sind etwas kühler, weil unten Luft durchgeht oder die Wärme vom Körper abgestrahlt wird. Und wenn es unter 5 Grad draußen ist, legen wir hier auch noch eine Rettungsdecke mit der Silberfolie oder mit der Goldfolie zwischen. Dann geht es auch bis 0 Grad. Und kälter wird es auch voraussichtlich nicht werden. Aber die Betten haben einen super Vorteil. Man kann sich draufsetzen, drehen, zack, aufstehen.
Man könnte jetzt hier den Tischrand ziehen, hierauf essen, noch Gäste einladen, wenn die Kinder zum Beispiel kommen. Also ganz hervorragend, super, wir sind begeistert. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Also die Mücken heißen, uns heute willkommen. Diana und Denise, schaut mal, stell dir mal vor, wir hätten, wo wir vor 2 Jahren hier waren, sowas im Zelt gehabt. Das sind alles Mücken. Guck mal, Andrea. Andrea findet es toll. Die wird jederzeit wieder herkommen, gell? Ja.